Was geht, Freunde? Damit herzlich willkommen zu MTG Episode Numero, ich glaube 26 sind wir mittlerweile angekommen, am heutigen Dienstag. Und heute wird es natürlich wie immer alle Kaufempfehlungen vom Wochenende geben. Ich werde euch ein bisschen durch mein Team durchnehmen, was ich da über die Woche geplant habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wir starten direkt rein. Let's go! Alrighty, also erstmal natürlich, lasst dir gerne ein Like auf dem Video da, würde mich sehr freuen. Ich sag mal 600 Likes, das wäre geil. Wenn wir 600 Likes auf der MTG-Episode knacken würden, würde mich das sehr freuen. Des Weiteren habe ich jetzt potenziell eine Formatidee gefunden. Für den Mittwoch, das hat letzte Woche jemand vorgeschlagen, dass ich eine Art, ja, eigentlich Tierless Tuesday oder Tierless Thursday mache. Passt nicht, weil ich donnerstags die Preview aufnehme und dienstags gerne die MTG-Episode beibehalten will. Trotzdem werden wir quasi ein Tierless Wednesday draus machen. Ist ja vollkommen Latte. Ich brauche die Alliteration nicht. Ich bin auch happy mit dem Tierless Video-Format generell. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Also generell so ein Tierless Video. Wenn ihr einen Kommentar seht, yo, Tierlisten am Mittwoch wären immer geil. Like den mal richtig schön hoch, dass ich sehe, dass ihr da Bock drauf habt. Gut. Ja, also erstmal zum Team. Wie hat sich's verändert? Ich habe mich dazu entschlossen, Rami Benzibaini zu behalten. Also ich habe ihn nicht abgegeben, nachdem ich gesehen habe, er startet. Ich habe mir das Angebot so reingenommen, dass es irgendwie Samstagabend um 20 Uhr oder so ausgelaufen ist. Habe dann gesehen, 140 Punkte, der Mann wird obviously gehalten. Und habe dann das Angebot entfernt und mich dazu entschlossen, ihn weiterhin mitzutragen. Ich denke auch, er hat wirklich ein super Spiel gemacht, er wird da jetzt erstmal gesetzt sein. Dementsprechend bin ich da sehr happy und bis zum Afrika Cup habe ich dann auf jeden Fall meinen Big Benz, der mir auch da Spaß machen wird. Und dann kommen wir auch eigentlich schon zu kniffligen Entscheidungen. Joscha Wagnumann, das Problem ist, ich habe es auch gestern, wenn ihr das Video sehen wollt, ich werde auch gleich nochmal Kaufempfehlungen und so weiter nennen. Gestern im Bundesliga-Rückblick habe ich ein bisschen länger über die Stuttgart-Situation geredet, auch über Hiroki Ito. Also wenn ihr darüber was hören wollt, hört euch gestern den Bundesliga-Rückblick an. Ich glaube, Joscha Wagnumann kann nur dann starten, wenn Mittelstädt nicht startet. Ich sehe einfach beide nicht zusammen in der Startformation. Denn wenn beide starten, dann musst du gefühlt mit Schienen spielen. Das heißt, drei Innenverteidigern plus ihn und Mittelstädt auf den beiden Wingback-Positionen. Was an sich cool ist, ne? Nicht falsch verstehen. Aber wenn du halt einen Führich, einen Mio, einen Girassi und einen Under vorne drin hast, dann nimmst du halt auch keinen für einen Joscha Wagnumann raus. Ich glaube halt eher, dass man dann wieder weiter in diese asymmetrische Viererkette spielen wird. Dass ein Mittelstädt derjenige ist, der nach vorne rückt und man hinten drin weiter mit Anton, Ho-Oh und dem lieben Dan Exagadu spielt. Das heißt, Wagnumann hat da aktuell die Nase hinten dran. Ich werde mir aber so ein bisschen die Woche ansehen. Ich werde natürlich auch schauen, was die Jungs von Liga Insider zu der Situation sagen. Ihr werdet es ja wahrscheinlich schon sehen. Ich habe jetzt aktuell noch nicht die voraussichtlichen Aufstellungen für den nächsten Spieltag. Ich denke mal, da werden Ho-Oh, Sagadu, Anton und Mittelstädt gelistet sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Und quasi Wagnumann wäre dann die Alternative zu Ho-Oh. Das werden wir dann sehen. Mittelstädt sollte da erstmal gesetzt sein. Und dann weiß ich ja nicht, ob ich Wagnumann halten will. Ich habe ihn jetzt mal hier immer noch exemplarisch drin. Ich könnte für ihn Ozan Kabak stellen oder Robin Knoche. Einen von beiden kann ich nur behalten. Des Weiteren habe ich mir auch noch Tuta mitgenommen, auf den ich eigentlich auch Bock hätte. Aber die Frankfurter Matchups sind halt irgendwie sauhart. Muss ich mal gucken. Oder ich gebe Lienhardt ab und dann kann ich Kabak und Knoche behalten. Das sind so die aktuellen Überlegungen, die ich pflege. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ja, erstmal natürlich der Elephant in the Room ist natürlich Emre Can, den ich mir verpflichtet habe über die Woche wieder. Here we go again. An alle Can-Besitzer, ich hatte Can literally zwei Spiele dieses Jahr. Und das war das Spiel gegen Wolfsburg und das Spiel gegen Hoffenheim. Zweimal nicht in der Startformation. Dann habe ich ihn wieder verkauft. Und als ich ihn wieder verkauft habe, kommen dann die drei Spiele. Jetzt habe ich ihn wieder. Ich bin mal gespannt, ob er diesmal bei mir performen kann. Ich dachte einfach, ich habe 21 Millionen gezahlt. Für jemanden, der Elfmeter schießt und jetzt aktuell einfach gesetzt ist, ist es für mich ein mega Preis. Dementsprechend habe ich da auch Bock drauf. Ja, und mein Sturm ist weiter natürlich Thomas Chantara und Lukas Höhler. Mein Ziel ist ja eigentlich, einen Ersatzspieler zu haben, da ich halt auch mal vielleicht Chantara einfach für den Fun halten kann und wenn er jetzt aktuell mal nicht spielt, da ich dann einfach zum Beispiel Robin Knoche für ihn aufstellen kann oder so. Das sind da aktuell natürlich die Überlegungen, die ich weiterhin tätigen werde. Aber das ist erstmal die A-Formation, die ich habe. Wie gesagt, vielleicht Chantara raus und dafür Robin Knoche oder Ozan Kabak rein. Ich werde aber Chantara garantiert nicht abgeben. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. Dreimal Dortmund ist eigentlich nicht das, was ich aktuell anstrebe. Ich habe ja auch im Podcast gesagt, dass Dortmund halt von den
großen Mannschaften die ist, die am meisten abfällt. Trotzdem gibt es einem einfach so ein bisschen Sicherheit und ich brauche das jetzt aktuell einfach so ein bisschen. Dementsprechend hoffe ich, dass die drei spielen und wir da auch über die nächsten Wochen coole Punkte bringen können. Es geht natürlich nächste Woche erstmal gegen Leverkusen, dann gegen Leipzig, natürlich zwei Mega-Matchups, aber ich hoffe, dass auch in den Spielen wenigstens ein bisschen ein paar Punkte bei rumkommen können. Ja, das waren noch die Punkte vom Spieltag, für die es interessiert. Und dann können wir auch rübergehen zum eigentlichen Part des Videos, und zwar zu den Kaufempfehlungen dieser Woche. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich habe mich im Tor für Zetterer entschieden, der jetzt die neue Nummer 1 der Bremer ist. Hätte ich ehrlicherweise wirklich nicht gedacht, dass der Kollege sich da durchsetzen kann. Und ja, krass, 4,5 Millionen ist da eigentlich ein Stil. Muss man eigentlich mitnehmen, hat das auch gut gemacht. Was mir bei Zetterer wirklich gut gefällt, er ist am Ball oder mit dem Fuß am Ball einfach so dermaßen viel besser als ein Pavlenka. Viel, viel besserer Spielaufbau. Pavlenka ist halt einfach ein absoluter Hexer auf der Linie. Aber hey, Zetterer hat das gut gemacht und ich finde es auch cool, dass er da die Chance bekommt. Gefällt mir auch sehr gut und passt auch so ein bisschen zu Bremen. Deswegen cooler Mann und gefällt mir dahingehend sehr gut. Ich habe ja damals beim ersten Startelf-Einsatz im Podcast sogar mit Paul gesagt, dass ich finde, dass er mit einem der besten Nummer 2 Torhüter in der Bundesliga ist. Die Abwehr besteht dann aus Kader Jabeck, Mittelstädt und Roo. Mittelstädt ist, glaube ich, der absolute No-Brainer. Also da muss jeder von euch jetzt gerade drauf buttern wie ein Weltmeister. Der hat jetzt zwei Spiele in Folge wirklich eine tolle Partie gemacht. 113 Punkte gegen den BVB. Und jetzt meiner Ansicht nach auch der beste Mann auf dem Platz gewesen gegen Frankfurt. Ja, mega Spieler und wird da aktuell gesetzt bleiben. War auch, wie gesagt, von Hoeneß sehr viel Lob kassiert, ist da jetzt aktuell der Mann und dementsprechend der größte No-Brainer. Roo ist dann für mich derjenige, der Itor setzen wird. Ich sage ja, dass nicht Mittelstädt und Wagnermann zusammen in der nominellen Viererkette spielen werden. Dafür ist Wagnermann einfach viel zu offensiv, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen wird Roo meiner Ansicht nach positionsgetreu Itor ersetzen und deswegen sollte man sich den auch einpacken. Der letzte ist dann Kader Jabeck, der nach Einwechslung direkt einen Assist beigesteuert hat und generell einfach jemand ist, wenn der fit ist, das ist so ein geiler Kickbase-Spieler. Der ackert da wirklich die Schiene hoch und runter, holt sich viele Bälle, kommt in Abschlüsse rein, bereitet Tore vor. Einfach ein geiler Kicker, muss man sich eintüten, genauso wie Robert Sko, die andere Schienenposition der Hoffenheimer. Da ist das Duo jetzt endlich mal wieder nach Verletzungen zurück und ich denke, dass beide das auch wesentlich besser machen werden als zum Beispiel zwischenzeitlich Bebu und Bülter. Ja, dann haben wir Bartol Franjic, der meiner Ansicht nach Zimmermann ersetzen wird, der sich ja ein bisschen schwerer verletzt hat jetzt im Spiel gegen Freiburg. Franjic war auch derjenige, der eingewechselt wurde. Es kann natürlich auch ein Riedle machen, es könnte ein Isherwood machen, glaube ich aber alles nicht. Ich glaube, Franjic bietet da einfach nochmal ein bisschen mehr im Spielaufbau, deswegen 2,5 Millionen wäre mir den Gamble auf jeden Fall wert, aber Situation sollte man auf jeden Fall beobachten weiterhin. Er ist jetzt für mich nicht felsenfest, aber ein cooler Gamble, den man mitnehmen kann. Roland Salai oder Schalai ist derjenige, der nächste Woche zurückkehren kann. Bei den Freiburger Matchups No-Brainer, 8,5 Millionen. Er kann ja eventuell gegen Donnerstag sogar schon wieder, gegen, ich glaube, Olympiakos in der Conference oder Europa League wieder dabei sein. Deswegen fürs Wochenende sollte er zumindest wieder im Kader sein. Cooler Mann, 8,5 Millionen würde ich da auf jeden Fall mitnehmen, einpacken und nicht mehr hergeben. Dann haben wir Bino Gittens, der für mich mit einer der besten Dortmunder war. Hat so ein bisschen das, ich habe es auch gestern im Rückblick gesagt, so diese, ja nicht Fusion, aber dieses Zusammenspiel mit ihm und Füllkrug hat mir so gut gefallen. Das war halt so ein bisschen der kleine Quirlige und der große Hühne. Aber die haben beide so geiles Zusammenspiel gehabt, haben sich auch jeweils ein Tor vorgelegt und eins selber gemacht. Geiler Kicker, dürfte jetzt erstmal formalen sein in der Startformation und wenn er weiterhin diese Leistung bestätigt, wäre ja nicht das erste Mal, dass ein junger Engländer bei den Dortmundern auf den Flügeln durchbricht. Hust, hust. Wir kommen noch zum Sturm. Wir haben zum einen Kevin Volland. Ich habe ja schon vorm Spieltag gesagt, dass derjenige einer oder er einer sein kann, der unter dem neuen Trainer für mich am meisten profitiert, weil er einfach ein ganz anderer Spielertyp ist als ein Fofana, als ein Becker, als ein Behrens. Kannst du viel besser ins Interplay mit einbinden, presst für mich auch besser als die anderen Spieler und das sollte jetzt der Startschuss gewesen sein mit dem Tor, da jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall für den Preis eine coole Alternative zu sein. Dann haben wir noch Lukas Höhler, der selbsterklärendste ist in der Woche, einfach hier geile Matchups, macht das da Woche für Woche einfach richtig gut, rohpunktet auch sehr, sehr gut. Ohne das Tor hat er trotzdem 100 Punkte gemacht, ohne Sieg, ohne zu Null. Cooler Kicker einfach und dann noch Jan Thielmann, heißt er Jan? Mich verwirrt, ich glaube Jan, jawohl, Jan Thielmann, 4,6 Millionen, durfte gegen Bayern starten, jetzt werden die Matchups nur noch leichter für die Kölner und ist ja sowieso ein bisschen die Hoffnung der Kölner da, ein bisschen was zu reißen, hat mir auch sehr gut gefallen in dem Spiel, deswegen auch derjenige, jemand, den man sich über die nächsten Wochen eintüten kann. Das war's mit meinen Kaufempfehlungen und der MTG-Episode heute am Dienstag, ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen am Tierlist Wednesday. Klingt irgendwie unspektakulär. Donnerstag zur Preview. Livestream natürlich wie immer am Freitag. Das war's von mir, Freunde. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna